Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Beim letzten Mal haben wir versucht, in die Festung reinzugehen und sind dabei ein bisschen gescheitert, weil wir ein bisschen entdeckt wurden. Und jetzt versuchen wir das nochmal besser zu machen. Kommandeure unserer Forts, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere. Der jeden Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich diesem Frieden selbst zu stellen und zu ergeben. So. Das war jetzt schon mal dieses. Hier eiern aber halt echt viele Leute rum. Kurz aus der Sichtweite. Das war jetzt auch mehr Glück als Verstand, dass wir das überlebt haben. Für den da unten ignorieren wir mal gepflegt. Der da stört zum Beispiel schon mal. Aber den müsste man eigentlich bekommen können. Aufheben. Da eiert noch einer rum, den kann ich mit Luftattentat umklatschen. Oder? Dann einfach mal eben schnell von hinten. Nein! Als ob!
Als ob. Nur weil ich da... Oh Mann! Wenn einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an. So. Der Teil war einfach so, dann war der Satz der weitere Plan so aus, zu warten, bis da einer, bis da genau, bis der da ums Eck kommt. Und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Na shit, jetzt wird eh wieder Alarm geläutet. Ja, Alarm. So, die beiden bin ich los. Also. Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Das Problem ist halt auch, dass hier überall diese Scharfschützen rumeiern. Sowas hier geht immer noch ganz flüssig. Zack, weg. Gar nicht, ich wollte ihn nur umbringen. So, aber jetzt sind wir den auch los. Jetzt ist da noch dieser dämliche Scharfschütze. Der stört halt wirklich. Ich habe auch leider keine Schlafpfeile. Hier einfach mal eben schnell. Vielleicht kann ich den ja mit der welche bei.
Nö. Also den da muss ich noch umklatschen. Na! Jetzt hat schon wieder an die Glocke geläutet. Alter, das ist doch nicht wahr. Und erklären wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September. Also ich darf natürlich auch nicht schießen. Wo fährt man eigentlich eine Knarre, wenn man nicht schießen darf? Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt. Oder einen Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee, jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen, weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Forts, Burgen und anderer Orte in unseren Plantagengebieten, und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Alarm! Alarm! Boah, Alter! Nur wenn jetzt die Leiche da aus Versehen runtergefallen ist, ey. Aber ich glaube, der Ansatz hier war besser. Ja, der Ansatz war besser. Also hier rauf. Oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen des Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese vorgeschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure und Burgen anderer Orte in unseren Plantagengebieten, derjenigen Piraten haben. Was? Du
wurde denn jetzt wieder die Alarmglocke geläutet? Alter, das ist doch unschön. Als einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt, oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anlandungen im Übersee, jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Forts, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, der gegen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Genau, und dann gehe ich hier hängenderweise rüber. Ich schließe jetzt einfach mal, dass das ein freundlicher Hinweis war, wie man diese Mission zu erledigen hat. Wer sieht mich denn? Ja, da immer noch. So. Schau mal, wie sich der bewegt. Den können wir da nicht umbringen. Also an sich könnten wir uns von da super von hinten an ihn anschleichen, aber da können wir ihn nicht umbringen. Jetzt sind wir los. So. Oh fuck. So weit runter wollte ich nicht. Fuck. Eigene Dämlichkeit. Und erklären wir hiermit
Aber ich würde mal sagen, nachdem wir jetzt hier so großartig weitergekommen sind, hust, hust, machen wir dann hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ciao! I'm gonna go get some.